hoch sind denn die Gebäude? Das sind Kasernengebäude, also zwei Stockwerke werden die schon haben. Kannst mal so 7 Meter rechnen ungefähr, 7, 8 Meter. Haltet ihr es wirklich für eine gute Idee, in voller Rüstung auf einem Dach rumzuklettern? Bin schon in voller Rüstung auf ganz anderen Dingen rumgeklettert. Nun, euer Privatleben interessiert mich nicht, aber bedenkt, dieser Drache ist wesentlich beweglicher als ihr. Mir wäre es natürlich auch lieber, wenn wir den Drachen dort runterholen könnten. Allerdings, sofern Wie er sich weit ist nicht der weg? selber Das bewegt. ist 1 zu 1, ne? 1 zu 1. Nun, dann fangen wir eben an zu schießen, wenn die Herren Magister keinen anderen Plan haben. Nun, wir könnten ihn mit einem reversalisierten Feuerstrahl herunterholen. Zumindest. Meint ihr, dass dieser wirken würde? Immerhin hat er uns mit Eis beschossen. Nun ja, ist ein Drache, oder? Ja, Ömer, du hast Naja. dich mittlerweile oben in der Luft so ein bisschen an die Eiseskälte gewöhnt. Kannst die Stadt unter dir rot aufglühen sehen, immer mal wieder ein paar Tongefäße, die explodieren und zahlreiche Gebäude unter sich begraben, viele, viele Charakele mit irgendwelchen Reitern darauf, auch einige Magier, die jetzt ja ihre Magie benutzen, um dann Garrett anzugreifen. Vereinzelt stehen sie dort oben, andere, die dann dort ihre Matrix würmen in einem eigenen Ritual und versuchen, diese Festung zu schützen. Du kannst sehen, wie der Hochkönig im Immernstadion den Ogerlöffel das erste Mal abgeschossen hat und ein riesiger Steinbrocken, der unten an der Festung zerschellt ist, in die Festung eingearbeitet worden ist, was wohl also noch nicht zu dem Erfolg beiträgt, der eigentlich gewillt ist. Aber es wird neu gespannt, das kannst du noch sehen, auch wenn das Ganze klein ist. Aber natürlich so auf einem grünen Rasen kannst du dann den Ogerlöffel dann doch noch ganz gut ausmachen, trotz der Höhe, auf der du dich befindest. Die Leute an sich unter dir sind klein wie Ameisen fast, wie sie da hin und her laufen, schreien, du hörst, wie weitere Häuser zerbrechen, wie Menschen auf die Straße strömen. Chaos. Einfach Chaos. Man versucht vor allen Dingen Geschosse zu beobachten, die auf die Festung drauffliegen könnten, ob sie da Häuser oder Gebäude oder sowas treffen, oder ob sie einfach wie durch einen unsichtbaren Fortifex einfach abprallen, bevor sie das Ding treffen. Ja, gerade die schweren Rotzen, die dann von den Dächern der Stadt abgefeuert werden, nachdem man sich da so ein bisschen positioniert hatte, kannst du dann noch sehen, die dann zunächst die untere Festungsseite, ich kann das gerade einfach mal offenlegen, Steuerung F, beziehungsweise sollte schon offen sein. Ja, wie zuerst die untere Seite der Festung dann angegriffen worden ist und dann auf die obere Seite, dann hat man sich so ein bisschen verlagert. Auch jetzt diese Stelen, die hier nach oben ragen, wurden dann noch versucht, dann anzugreifen, was allerdings an tatsächlich dem Fortifex dann verhindert wird und die Geschosse, kurz bevor sie dann den ganzen Boden erreichen, zerschellen. Ja, dann sag ich den Hexen, wir müssen noch abwarten. Haltet uns noch davon fern, so lange, bis wir eine Möglichkeit sehen, raufzukommen. Wo ist euer Gefährte? Wir haben ihn verloren, irgendwo hinter uns. Die anderen Schwestern sind, glaube ich, auch gestartet. Sie sind irgendwo unter uns. Wir werden uns schon alle auf der Festung irgendwann wieder treffen. Wir müssen Ausschau halten. Ihr habt gut reden, ihr habt gut reden. Ja, du siehst dann auch, wie wohl ein Charakil von dir, beziehungsweise von euch dreien, dann, ja, er hat euch gerade gewittert und ohne einen eigentlichen Reiter wird er dann euch entgegenfliegen mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Einfach dadurch, dass ihr jetzt dich tragt und dass du auf diesem ja, Holzzaun liegt, das macht euch natürlich sehr langsam und er fliegt euch entgegen. Daran kann ich nicht viel tun, ich bin nur Beifahrer. Gut, hast du Bogen dabei, irgendwelche Waffen? Ich habe nicht in der Hand, ich muss ja die Hände frei haben. Du musst dich festhalten. Ich muss mich festhalten, ich muss den Fallschirm bedienen, keine Waffen in der Hand, nein. Dann fliegt er. Würfel mal 1W3. Wer da die meiste Aufmerksamkeit von dem bekommt. Beziehungsweise 1W6 halbiert. Dann wird er die linke Hexe neben dir, wird er angreifen. Mit einem, ja, Flugangriff. Und die Hexe kann ausweichen.
Du spürst, wie du kurz in Schieflage gerätst und dann sehr, sehr schräg auf diesen auf diesem Holzzaun hängst, liegst. Halte dich doch mal bitte fest mit einer, ja, ist das Akrobatik, ist es nicht, ist es eigentlich Körperbeherrschungsprobe. Ich erschwere sie dir um 10 Punkte. Gelungen. Gerade so gelungen. Du realisierst es, hältst dich, klammerst dich ans, an dem Holzzaun fest. Durch die, ja, du merkst wohl, wie ein so ein Holzzaun noch bricht. Dann hast du den dritten Holzzaun von diesem Gartentor in der Hand. Und dann gerät die Hexe auch wieder, ja, wieder nach oben in Schieflage, beziehungsweise kann dann das Ganze ausgleichen. Ja, trotz der Kälte hier oben spürst du, wie du deutlich schwitzt. Das war unglaublich knapp. Wenn du hier runterfällst, klar, du hast jetzt noch dieses Artefakt, aber ansonsten wäre jeder Sturz unglaublich tödlich. Und der Wind jetzt, dieser niederhöllische Wind, der um dich herum wirbelt, ja, versucht auch so ein bisschen dir dann den Schweiß vom Körper zu wehen. Einige Menschen, die weiter raustaumeln, du hast Rafim verloren. Jetzt kannst du erkennen, wie wohl aus der Festung weitere Konstrukte herausschweben. Es sind tatsächlich keine Ballons wie bei euch, sondern eher Gleiter. Ich gebe einen weiteren Gleiter frei. Wir müssen durch die Stadt fliegen und den Karakil abhängen. Wir sind noch nicht so weit, dass wir auf die Festung können. Also gut, dann fliegen wir weiter tief und versuchen ihn zwischen den Häusern abzuschütteln. Ja. Ah, gut. Ja, so begebt ihr euch wieder in einen Sinkflug. Derweil die anderen. Ich weiß nicht, was Abel mir vorhat. Weil ich will, wo sind die Karte? Ist noch hier. Ich höre das mal ein bisschen näher ran. So. Jetzt hier ist eine Hausecke, ja? Ich kann leider die. Kannst du die Leiste ein bisschen schieben? Ja. Okay. Also so hier hin. Schauen wir um die Ecke, ob wir seine Aufmerksamkeit haben. Ja, er kommt jetzt wieder. Beziehungsweise, was heißt, er kommt jetzt wieder? Er dreht sich jetzt in eure Richtung und schaut euch interessiert und belustigt zu. Also bin ich erstmal wieder hinter der Hausecke. Magistra. Dann könnt ihr einen anderen Drachen hören, der in eurem Kopf brüllt. Verfaule zwischen den Niederhöllen. Targunitot. Garret ist gefallen, Galotta. Unser Pakt ist abgeschlossen. Du. Die Stadt gehört dir. Verwese dir wie der Rest. Während ihr euch etwas sammelt und Kiaras sich den Schrecken aus, ja, dem Körper schüttelt, könnt ihr dann gemeinsam, nachdem ihr euch ein bisschen, ja, zusammengerissen habt, dann in Richtung des Drachen reiten, der dort über euch sitzt. Ihr könnt ihn dann sehen an einer Häuserecke vorbei, wo ein großes Gebüsch zu sein scheint. Noch leer, viel mehr Strauch aktuell und auch die wenigen Blätter, die da schon im Frühling hingen, haben dann und der Hitze einfach lang schon angefangen zu qualmen. Das Gebäude neben euch auch eingestürzt aufgrund der massiven Hitze um euch herum. Der Himmel immer noch schwarz, sternlos, wolkenlos. Und ihr könnt jetzt die riesige Kreatur Rassasor über euch fliegen sehen mit den vielen weiteren Aaskrähen. Einen abschätzigen Blick von Daimoroch, der sich dann dafür entscheidet, sitzen zu bleiben. Garret weiter zu verheeren, während sein Meister Galotta verrät. Zumindest fliegt er in Richtung Norden und lässt ihn hier zurück. Was geht da vor sich? Das Gebüsch raschelt und jemand tritt heraus mit Augenklappe. Ein junger Typ und ein paar blaue Flecken im Gesicht. Hallo? Bürgerwehr Vitus meldet sich zum Dienst, zum Erschlagen von Drachen. Das Schwert habe ich gefunden in einem der Häuser. Es gibt ja keine Soldaten mehr.
Vitus, ich gucke mal von oben nach unten. Hat er irgendwie eine Uniform an oder sieht er aus wie ein ganz Nein, der normaler? Sieht aus, als wenn er einfach nur irgendeinen einfachen, hier nicht Lederwams, sondern einfach so einen Überwurf anhat, den früher mal Wachen anhatten, den man irgendwo gefunden hat, aber der nicht gebrüstet ist. Nun, habt euch jetzt auch hier eingefunden, um eure Sünden mit Blut reinzuwaschen. Jawohl, hoher Herr. Gut, sehr, eine Waffe habt ihr. Haltet euch an uns, dann kommt ihr da auch sicherlich heil durch, wenn die Götter wollen. Das nichts wartet. Wir nehmen uns, was wir wollen. Hier linst nochmal um die Ecke. Vitus zieht sich sofort, hockt sich auf den Boden, hält die Hände über den Kopf, das Schwert noch in der Hand, wie das Schwert, Heft nach hinten hin wackelt. Was war das? Der Drache. Das Vieh ist auf dem Haus, überblickt den Platz. Magister, Pläne? Wir sollten vielleicht dort in diesen Hauseingang stürmen und probieren, aufs Dach zu kommen. Über euch könnt ihr etwas hören. Eine schwere Gestalt. Unglaublich dick und breit. Nee, es ist kein Drache und es ist kein Karakil. Während ihr weitere Tongefäße um euch herum zerbrechen hören könnt und die Stadt weiter in Angst und Panik ist. Das muss wohl Rafim sein, der da gerade auf einem Holzzaun sitzt. Von immerhin weiterhin keine Spur. Aber zumindest Rafim hat es geschafft. Könnt ihr sehen, wie wohl ein Gegenstand heruntergeworfen wird. Eingehüllt, eingeschlagen in ein Tuch. Ist allerdings zu weit weg, um euch irgendwas zuzurufen. Er wirft das uns auf den Boden. Ja, genau. Liegt über euch viele, viele Meter in der Luft. Ihr könnt ihn wohl noch sehen, wie er wohl vielleicht irgendwas ruft, aber der Wind trägt dann die Stimme einfach weiter weg, sodass ihr nichts hört. Und vor euch klockt dann ja sowas wie eine Stange. Das muss der Boronheilige Stab sein. Vitus springt in den Dreck mit den Worten: Geschützeinschlag! Pff, landet er im Matsch. Na, du so einen Halbschritt zurück, als das Ding vor uns einschlägt. Er wartet schon fast den Granatapfel, aber natürlich viel zu langsam. Ja. Was liegt denn da? Ja. Ist das der Stab? Müsste den kommen. Rucksack, ja. Gib ihn mal, der ist noch eingeschlagen, ja? Wie du schaut vom Boden auf zu euch. War das kein Geschütz? Da vorne. Ich denke nicht. Ja, okay. Ist es etwas, was ihr braucht? Und wie das kommt angelaufen, hebt das Ding auf und reicht es Jalan. Hier, hoher Herr, hier. Der liegt hier oben. Ist der wirklich auf dem Platz rennen? Ja, also natürlich. Rennt er einmal selbstmörderisch als Märtyrer einmal hin, erntet einen abschätzigen Blick des Drachen. Kannst auch hören, wie er gerade Luft holt und ja, die Magie atmet. Und angsterfüllt schaut er den Drachen an und rennt dann wieder panisch zu Jalan. Hier, hoher Herr. Heilige Lechmin Signor, ihr kennt keine Furcht. Gute Arbeit. Das ist der Stab. Sagt sich weiter, ich habe mich eingemacht. Nun, jetzt haben wir ein Mittel. Nur wie bringen wir ihn an? Aber mir. Sagt einmal, kennt ihr euch mit Architektur aus? Nur einigermaßen. Wenn wir vielleicht das Dach zum Einsturz bringen könnten unter ihm, dann könnten wir ihn nun ja in eine Falle locken. Falle fallen lassen. Zumindest zeitweise unter irgendwelchem Kram begraben, sodass er sich nicht mehr gut bewegen kann. Genau das. Wenn ihn das bis auf Bodennähe bringt, könnten wir ihm dann den Stab in den Leib stoßen. Genau das ist es nämlich. Dort oben hat er einen zu großen taktischen Vorteil. Ich schau mal auf diesen Stab in meinen Händen hinunter, der ja keine Klinge, keine Spitze, kein gar nichts hat. Und hoffen wir mal, dass das wirklich die beabsichtigte Anwendungsmethode ist. Und dann? Gut, also, Magister, ihr werdet den... Wir machen Folgendes. Wir treten auf den Platz, hoffen wir können seinen... Wie nennt ihr es? Seinen Nahtemann-Griff provozieren. Ihr fangt den mit eurem Zauberschild auf, dann rennt ihr beide über den Platz. Ihr bringt dann von innen das Haus zum Einstürzen. Die werden dann anreiten und ihm den Garaus machen. Mal Fragen? Keine weiteren Fragen. Gut. Vitus, sieh zu, dass den beiden nichts zustößt. Okay, wie mache ich das? Du hältst dich an ihnen und tötest alles, was auf sie zukommt. Okay.
aber dicht dabei bleiben. Ne? Nicht einfach weglaufen. Das ist wichtig. Schaut auf dein Pferd, schaut auf dich. Jawohl, hohe Dame. Gut, Magistra, habt ihr euren Schild bereit? Ja. Mein Schild hat gehalten. Dann trete ich, sie sich eben so nicht angestellt, auf den Platz. Vorbarach! Und tote Mistkröte! Hier bin ich! Der Kopf schaut dich an. Frage von Isarun, es ist immer noch die gleiche Spielrunde. Wir haben 5 Minuten noch nicht vollendet. Sehr eindrucksvoll, aber ihr müsst mit euren Kräften haushalten. Anstatt mich anzugreifen? Nein. Ich habe 65 Meter. Ja, dann nehme ich bestimmt, dann sehe ich in aller Ruhe meinen Bogen auf. Okay, jetzt ist der Moment. Jawohl. So, Abelmir und Vitus. Jetzt. Und dann laufen wir rüber. Ich lasse einen Pfeil los in seine Richtung. Los, auf die Entfernung werde ich wohl nicht treffen. Er bleibt in der Nähe der hohen Dame. Mit dem Schwert in der Hand und schaut immer etwas panisch Richtung Drachen und stolpert fast, aber bleibt an dieser Runde dran. Bewährt aktuell den Stab, Jalan, ne? Lass mir nicht. Also, wenn er lang ist wie ein Stab, mir hier so neben mir in die Hausecke gelehnt, nehme ich an. Mhm. Und du willst jetzt einmal über die, über den Platz rüberlaufen? Genau, also zu dem anderen Häuschen hier rüber. Kaserngebäude. Kannst du dann hier so eine doppelflügelige Tür erkennen? Einmal dich gegenwerfen? Ja, im Idealfall natürlich mit Vitus und Abel mir zusammen. Ja, Vitus, der direkt hinter dir ist sozusagen, schmeißt dich gegen die andere Flügeltür. Ich würde vorschlagen, wir teilen uns auf. Also du mit Vitus und ich begleite Jan rüber, falls er irgendwas... Ich geh nicht rüber. Achso, du willst hier bleiben? Okay, hier, ich lenk den Drachen ab. Alles klar, nö, dann komm ich mit. Der Plan ist, dass wir jetzt hier kaputt machen. Wenn wir das kaputt machen, sollen wir ein Seil mitnehmen? Wenn ihr eins habt, kann das... Ja, ich hab davon eins gesehen. Er greift hier in das Fenster von dem Gebäude hinein, kramt etwas und holt dann ein 10 Meter langes Seil heraus, was er sich umlegt. So, falls wir ein Seil brauchen. Und dann? Lauft! 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 Vorwärts! Wir sprinten los. Vitus, steh mir bei! Ruft der Bürgerwehrmann, der sich selbst als Vitus bezeichnet hat, und stürmt mit dieser Rund voran in die unbekannte Zukunft zur Doppelflügeltür des Hauses. Ich sehe auf den Drachen und hoffe, seine Aufmerksamkeit zu halten. Der Drache schaut euch hinterher, atmet weiter Luft, atmet weiter Magie. Und sehen, wie der Odem in seiner schwarz geflügelten Leib dann pulsiert. Du betrachtest ihn, ist unglaublich groß. Die Spannweite der zerfledderten Flügel schwingen mindestens 20 Schritt, genauso lang wie sein Körper. Ehemals vielleicht perlweiße Schuppen, jetzt allerdings angelaufen, stumpfe Schwarz. An vielen Stellen ist seine Haut aufgerissen, an manchen dieser Wunden, die so sehr tief sind, dass man die Gebeine des Drachen hervorschimmern sieht. Du siehst noch deine Lanze, wie sie im Körper abgebrochen ist und sowas wie ein Herz umschließt. Kannst du den Karfunkelstein sehen? Das verwesende Fleisch mit dem glitzernden Rauhreif. Die Kälte, die er ausströmt. Und den länglichen, schlanken Schädel des Perldrachen sehen, der nahezu unversehrt ist. Bis auf das Blut von Kiaras, was ihm da um die Lippen läuft. Die Lippen sind mehr verwest. Nur noch Fetzen hängen darunter. Starrt er dich mit seinen leeren Augenhöhlen aus der Finsternis der Niederhölle an. Der Niederhölle von Tagunitot. Arino, wir müssen das Vieh ablenken. Wenn ihr irgendwelche klugen Beleidigungen auf Lager habt, jetzt ist der Moment. Und hat mich einmal tief durch und schieß auf ihn. Ja, 60 Schritt. Kann ich diesen Karfunkel zielen? Also da, wo ich ihn vermute? Hast du den Karfunkelstein von Vorbruch geholt? Nein, du weißt nicht, wo der bei einem Perldrachen ist. Gut, damals dann, bei den Trollen hast du auch nicht drauf geachtet. Dann einfach auf die Rübe.
Das ist ein Zweierschwernis für die Reichweite. Ich weiß nicht für die Größe. Ich würfel einfach mal. Wir gucken uns das an. Das ist auf jeden Fall ein Treffer. Das wird getroffen sein. Ja, kannst du ihm dann den Pfeil tief ins Gehirn schießen und passiert nichts. Du siehst wohl im Rachen der Bestie gelost eine eiskalte, bläuliche Glut. Derweil sprinten... Ja, wolltet ihr rübersprinten? Ja, wolltet ihr. Das war also ich spaziere nicht, ich sprinte. Ja. Ich weiß nicht genau, ob Abelmir mit uns gekommen wollte. Wollt ihr mit? Ich glaube Abelmir auch, ja. Dann würfeln wir mal eine Athletikprobe. Plus 3. Für Isaron, du hast natürlich Erfahrung im Sprinten von Kasernen, das ist nochmal eine minus 1, also hätte ich nur eine plus 2. Vitus ist auch geübt. Neben euch links, rechts könnt ihr dann die vielen, vielen Stuben sehen, die aufgebrochen sind. Im Inneren brennt auch mal die eine oder andere Gegenstände, irgendwelche leeren oder verschimmelten Betten. Ein paar Thronen von Soldaten, das interessiert euch alles nicht. Und dann steht ihr auf der anderen Seite, könnt dann hier durch ein Fenster hindurch erkennen, wie ihr dann vor euch direkt dieser eiskalte Leib ist. Der Drache hat einen Gefahreninstinkt und würfelt einmal. Wie beleidigt man den Drachen? Der Gefahreninstinkt triggert. Ich möchte ihn ablenken. Wir gehen in die Initiative. Hey, du übergroße Heidechse! Initiative. Na gut, dann. Gut, auch für Daimoroch würfel ich nochmal neu. 3 plus 3 sind 6. So, alle in Aufstellung, alle in Initiative. Dann beginnt Abelmir, Drache zieht vor. Drache dreht seinen Kopf, Flammstrahl in Abelmir und dieser rund Gesicht. Wollten wir nicht eigentlich runter unter den Drachen? Wollten ihn einstürzen lassen, oder? Das war der Plan, sage ich. Ja, ja, weil genau. Wir jetzt auf dem gleichen Stockwerk stehen, deswegen frage ich mich gerade. Ja, wieso stehen wir auf dem gleichen Stockwerk? Achso. Seid ihr nicht hochgerannt? Ihr wolltet Nein, doch. Wir sind hier rüber gerannt, nee. Sind in die Doppelflügeltür rein ins Erdgeschoss und wollten uns dann irgendwie gucken, dass wir hier hinkommen und in diesem Gebäude ins. Aber noch im Gebäude bleibend ins Obergeschoss. Gut, dann ist da zumindest kein Fenster, dann steht ihr halt unter ihm und müsst dann jetzt hochrennen. Aber das kann ja trotzdem, dass hier irgendwo ein Fenster ist oder so ein ungünstiger Drache uns sieht und trotzdem mal da rein. Der Gefahreninstinkt ist auf alle Fälle getriggert. Jetzt müsstet ihr dann eben. Mit dem, also ihr wisst ja nicht, dass er euch bemerkt hat. Aber zumindest kann er euch da nicht Flammen strahlen. Dann mache ich das anders. Dann mache ich eine Aktion Position und ich erhebe mich in die Luft. Also geht's auch. Gut. Die anderen können dann hochrennen. Das ist Treppenlaufen. Werde ich euch mal die ganzen Aktionen nehmen. Dann könnt ihr dann da versuchen, dieses Gebäude zum Einsturz zu bringen. Wenn ihr da dann wieder landet. Ja, Abelmir und Jarlan dürfen, Entschuldigung, Kiaras und Jarlan dürfen noch. Beobachte den Drachen. Wo fliegt er denn hin? Erstmal hat er sich nur auf die Hinterbeine erhoben und fliegt jetzt wieder. Könnt jetzt spüren, während ihr die Treppe hochrennt, dass das Gebäude so ein bisschen quietscht, knarzt und Staub rieselt an euch vorbei. Ob der Drache sich bewegt? Hört sich fast so an. Scheint so. Du musst aus einem Fenster gucken. Aus einer Schießscharte. Ja, gibt's denn sowas? Ja, wenn du dann die Treppen hochgerannt bist, kannst du auch hier rausgucken. Und dann, die Fenster sind dann wahrscheinlich geborsten oder wenn es keine Fenster gibt, dann drückst du einfach die Läden auf. Dann kannst du nach oben gucken und siehst dann, wie er gerade mit seinen Fetzen widerliche, stinkende Luft entgegenschlägt und einen Meter in der Luft gerade schwebt, einen Meter über diesem Gebäude. Gut, dann passiert nichts. Kiaras tut auch nichts. Nächste Kampfrunde. Abelmir. Ruf ihn an. Komm runter, du feige Taube. Abelmir? Nee, ich mach nichts erstmal. Gut. Stehst und guckst zu Isarun, die am Fenster steht. Vitus schaut sich im Raum, ob er irgendwo eine dicke tragende Säule vom Haus sieht oder zumindest das, was er dafür hält.
Ja, Bau. Würfel mal plus oder minus. Vielleicht bist du ja Handwerker. Das ist wohl neutral. Ich bin wohl kein Handwerker, aber auch nicht unfähig, aber. Dann würfel einfach irgendwas, mal. Was stabil genug aussieht. Mit dem ganz normalen Q4. Q4 Talentwert. Und so auf ja, das, also Baukunst. Bitte, wie viel Punkten? 10 sind das, glaube ich, überall, ne? 14, 10. Ja. Das wirst du auf alle Fälle schaffen, ja. Ja, dann werde ich mir irgendwas schnappen, was aussieht wie eine massive Säule. Vielleicht ist auch irgendwie so ein Mittelkamin, der mitten im Raum steht oder so. Alles ist mir recht. Da wird das Seil drum gelegt, festgeknotet. Und dann wird eine Schlaufe, so eine, wie bei jetzt hier bei den Cowboys, so eine Schlaufe gemacht, die sich sozusagen selber zuzieht, wenn man damit etwas fängt. Und in der Hoffnung, dass man das Ding vielleicht, wenn man sich aus dem Fenster lehnt, ihn um den Fuß werfen kann, dass er sozusagen hier irgendwie gehandicapt ist, wenn er sozusagen ein halbes Haus am Fuß hat. Okay, wie bei den Weidener Kuhbuben. Dann gib mir nochmal eine Fesseln- und Fesselnprobe und damit ist deine Aktion auf alle Fälle viel zu durch. Ja, dann. Mal wildes Leben, weil ich kein 40 eingetragen habe. 60 Schritt, das können die hören. Brauchst gar nicht wegfliegen, Mistvieh! Zur vollen Aktion, dann stelle ich den Bogen weg. Mhm. Daimoroch setzt zum Sturzflug an. Hat in der Luft eine Geschwindigkeit von 21 und kriegt damit die 60 Meter hin. Macht einen Biss gegen dich. Sturzflug. Beim Angriff aus dem Sturzflug hat der Drache stets die Initiative. Außerdem AT plus 3, PA minus 3. Kämpfe auf dem Boden erleiden Abzüge von 4 Punkte auf AT und 8 auf Parade. Ja, krieg ich dann Erschwernis, weil ich hinter der Hausecke stehe? Würfel mal eine Versteckenprobe. Weißt du was? Das kann ich sogar. Stimmt. Warst ja auch. Richtig. Ich bin. Mach das kein Guerilla-Ehrenhalber. Guck mal, 5 Punkte, so ein guter Wert. 5 Punkte? Könnte die Hälfte als Erschwernis geben. Finde ich gut. Dann würfel ich erstmal den Biss. Und dann können wir mal gucken. Moment, ich muss gerade bei den zahlreichen NPCs. Sturzflugangriff ist mit den Klauen, die er macht. Mit den Klauen? Kann ich nicht beißen. Das automatische Angriff zum Niederwerfen, der ziemlich fett ist. Okay, gut. Dann darf ich nicht klauen. Dann muss ich mit Daimoroch. So. Das ist für mich eine plus 3. Dann habe ich eine 8 Punkte übrig. Und du stellst mir 5 dagegen. Würde treffen. Du darfst trotzdem nochmal ausweichen. Die Plus ist eine Erschwernis, oder? Plus 3 ist eine Erschwernis, oder? Du hast nee. Verstecken plus 3 für den Drachen gegeben, aber plus 3, du kriegst noch Erschwernis. Meine AT plus 3 und meine PA minus 3. Achso, der Grundwert. Genau. Was sagte Johnny? So, ich habe Erschwernis gehört. Du kriegst jetzt. Also nur wenn du getroffen wirst, musst du eine schwere Niederwerfenprobe kriegen. Hör mal deine Ausweichenprobe. Ja, wird aber nix. Das ist schon wieder der Patzer. Glaub, das wird jetzt richtig, richtig unangenehm. Ach naja, guck mal, zuerst mal zerbricht meine Waffe. Ich habe keine Waffe, also. Der Stab. Den hatte ich ja noch nicht. Ich habe nur den Bogen weggestellt. Ich durfte nicht, dass der jetzt hochkommt. Dann würfel nochmal. Dann ist dein Bogen zerbrochen, du hast eine Waffe dann. Ja, ich hatte gesagt, ich stell den weg. Ja, dann finde ich gut, ist das der Bogen. Gut, so, klauen, ne? Klauen. Was habe ich denn noch an zusätzlichen Schaden? Bei Sturz braucht man nicht auszuwürfen, ob du umfällst und liegst. Ja. Ich meine, ich bin ja sowieso gerade gestürzt. Niederwerfenprobe können wir so Schaden schenken. Ja, sind 12 so, TP. Also muss ich selber machen. Du verlierst aber noch 4 Punkte Ini. Richtig bei, ne? Das sind wieder 4 Punkte. Gut. Ja, er fliegt einen Sturzflugangriff, reißt dich mit deinen Kleinen um, wirbelt dich durch die Luft, dreht eine weitere Runde über den Hof. Und landet dann wieder auf dem tragenden Balken, wo er eben schon saß. Verhöhnend. Ich habe dich wieder auf Initiative 12 gesetzt. Du bist gerade gestürzt. Muss ich wahrscheinlich gleich orientieren, aber... Sind wir noch in Kampfrunden? Wir sind immer noch in Kampfrunden. Also ihr könnt, wie gesagt, weiter euch jetzt unterhalten. Ihr könnt irgendwelche Sachen rufen. Er fliegt einmal... Ich muss gerade nochmal wieder auf Token wechseln. Er fliegt einmal, nachdem er dich rumgewirbelt hat, fliegt er hier einmal die große Runde und setzt sich dann wieder auf das Dach. Das hat natürlich jetzt so zwei, drei, vielleicht 4 Kampfrunden gedauert. In der Zeit könnt ihr euch unterhalten. Welchen Passierschlag? Du? Na gut. Sehr schwer, dem 8 soll er machen.